Und zwar ist Casey Rebel Mitglied der RBK-Agentur von Raf Camora. Rap Talk bei Doggy3DL. Raf Camora hat so ziemlich alle Rekorde gebrochen, die man, glaube ich, als Rapper brechen kann. Wenn man sich die Dauer anschaut, wie lange Raf Camora gebraucht hatte, bis er jetzt an sein Ziel angelangt ist, Freunde, kann man ihm, glaube ich, diesen Erfolg und diese ganzen Errungenschaften gönnen, Freunde, weil er hat es wirklich jahrelang versucht und jahrelang probiert und hat es endlich geschafft. In dem Artikel berichtet der Musiker, wird er auf jeden Fall bleiben, aber nicht in dieser Art und Weise und auch nicht in dieser Form. Raf Camora geht jetzt mehr in Richtung Management. Als Produzent und Geschäftsmann will er sich in diesem Bereich auf jeden Fall etwas mehr ausweiten. Mit seinem Geschäftspartner Ronnie Bolt baut Raf Camora eine Plattform auf, wo er Künstler betreut und sie auch in einer Art und Weise managt. Ja. Bei dieser Plattform, die Raf Camora mit seinem Geschäftspartner geplant hat, soll der Künstler auf jeden Fall, der bei ihm gesigned ist oder gemanagt wird, auf jeden Fall seine Freiheit behalten als Künstler. Somit ist es auch eine Win-Win-Situation für beide. Ja. Der Künstler kann Künstler bleiben und der Manager bleibt Manager im Prinzip. So hat er es in diesem Forbes Magazine, in diesem Artikel verdeutlicht. Namhafte Künstler sind bereits schon in dieser Plattform eingeschlossen, Freunde. Das Prinzip von den beiden Geschäftspartnern ist, Künstler bleiben die Chefs. Ja, das ist ja in den letzten Jahren immer so gewesen, dass die Labels, beispielsweise Banger Musik und Casey Rebel, Banger Musik hat mehr verdient als der Künstler Casey Rebel selbst. Ja, also da hat auf jeden Fall Raf Camora wirklich ein sehr gutes Geschäftsmodell entwickelt mit seinem Partner. Sehr, sehr coole Aktion und die wollen natürlich mit dieser Plattform auch viele neue Künstler an Land ziehen, ja, womit natürlich auch wieder das ganze Ding nochmal richtig wachsen kann, ja, und Deutschrap blüht und gedeiht auf. Diese Firma nennt sich RBK oder RBK und diese Firma besitzt 15 deutschsprachige, vor allem im Hip-Hop stämmige Musiker, Künstler, ja. Casey Rebel ist auf jeden Fall mit in diesem Boot und Bones MC, die komplette 187 Straßenbande. Die Agentur RBK kümmert sich nicht nur um Booking und Management, sondern darüber hinaus über Finanzplanung und Reiseplanungen. Der Rapper Mero beispielsweise ist auch mit in diesem Boot und wird von Raf Camora betreut, jedoch nur in Form von Booking- und Management-Geschichten. Deshalb gab es wahrscheinlich letztes Jahr eine Trennung zwischen Banger Musik und Casey Rebel, ja. Also man kann sagen, was man will. Nein, Casey Rebel hat nur seinen Vertrag auslaufen lassen. Und zwar ist Casey Rebel volles Mitglied der RBK-Agentur. So wie der Rapper Alligator, der auch bei RBK gemanagt wird. Man muss sich das so vorstellen, Freunde. Ein Major-Label, beispielsweise Banger Musik, nehmen wir mal das Beispiel Banger Musik, ja, nimmt 70-90% an den Einnahmen des Künstlers. Ja, es kann natürlich je nach Verhandlung auch weniger sein, aber im Prinzip muss man sich das so vorstellen, ein Label verdient natürlich in erster Linie mit dem Künstler mehr als der Künstler selber. Das ist ja wohl klar. Raf Camora sagt, selbst bei einem Künstler, der neu bei seiner Agentur ist, bekommt 50-50. Das bedeutet, die Einnahmen werden komplett geteilt, somit hat wirklich jeder von beiden Parteien was davon. So kann sich natürlich keiner benachteiligt fühlen und alle sind glücklich und alle sind munter und froh und haben natürlich nur noch den Fokus Musik, ja. So, Freunde, das waren einige Infos zu dem Rapper Raf Camora und natürlich auch einige Infos zu dem Rapper Casey Rebel sowie auch viele andere Rapper, die jetzt gerade namentlich erwähnt wurden, Freunde, die unter Raf Camora quasi unter Vertrag stehen, Freunde. Das sind natürlich Informationen, die nicht immer schnell an die Leute rausgehen, sondern eigentlich immer im Hintergrund passieren, ja. Jetzt wisst ihr es, warum damals Casey Rebel auf jeden Fall Banger Musik verlassen hat, Freunde. Falls ihr mir nicht glaubt, könnt ihr alles nachlesen. Ich werde euch unten den Link zu diesem Forbes Magazine verlinken, Freunde. Ich werde es unten eintragen, bla bla bla. Ich danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde, und abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da. Ihr wisst Bescheid, meine lieben Freunde. Peace and out. Peace and out.